Ja, wir waren viel unterwegs, wir haben monatelang getourt, wir haben so viel gesehen, wir waren in hunderten von Städten, wir haben so abgefuckte Leute getroffen. Und nach außen wirkt das immer so, ja, viel Glamour, wir sind nur unterwegs, wir sind skandalös, wir haben riesen Penisse. Aber eigentlich ist das, es entstehen Differenzen in der Band und ist sehr anstrengend untereinander, wenn man sich manchmal nicht einig ist und wenn das ja alles nicht funktioniert und dann stimmt die Schminke ist nicht richtig und ja, es sind eben die kleinen Sachen, also wenn dann irgendwie jetzt die Traverse runterfällt und nur so eine kleine Dinger. Und wir haben jetzt uns eben gedacht, wir sollten wieder zurück ins Studio und ja, irgendwas aufnehmen und mit uns selber auch wieder ins Reine kommen. Sitzen die da rum und trinken Bier und gammeln und machen nix und also da, das kann ich überhaupt nicht ab. Also da krieg ich so einen Hals, wenn ich das sehe. Ne? Leute, was ist das denn hier? Das nennt ihr fertig? Das kann ja wohl nicht angehen. Das ist richtig steil bergauf gegangen und ja, für die Aufnahmen wurden wir dann von einem Schweizer Unternehmen gesponsert sogar. Die haben uns Gitarren zur Verfügung gestellt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ich habe hier mal eine dabei, ist ziemlich gut verarbeitet, kommt von der Firma Logitech. Die bauen Gitarren? Also für das Album, was wir jetzt aufnehmen wollen, ich ganz ehrlich bin, da sehe ich eigentlich schwarz. Also das haut alles nicht so hin, wie wir uns das vorstellen. Wir haben dann angefangen, erstmal den Raum auszumessen, was da mit den Frequenzen los ist, wo wir jetzt Wellenknoten haben, wo wir Wellenbäuche haben. Da haben dann gemerkt, dass wir bei 73 Hertz doch irgendwie einiges machen müssen. Wir hatten eine stehende Welle im Raum, haben dann einen Plattenresonator gebaut, damit haben wir das ganz gut in den Griff bekommen und dann zusätzlich mit ein paar Bassfallen, ein paar Absorbern, haben wir dann auch das restliche Tonspektrum ein bisschen glätten können. Das Problem war, durch den Raumumbau hatten wir nicht mehr so viel Geld und dann ja, haben wir das dann doch eher mit unserem alten Kassettendeck gemacht, aber ich finde, die Aufnahmen sind trotzdem ziemlich gut geworden. Es klappt! Es ist unglaublich, es klappt! Da kommt echt nur Mist bei raus, irgendwie. Was wir da geplant haben, war ja schon ganz gut soweit. Aber wie wir das umsetzen wollen, hat keiner eine Idee. Alle machen, was sie wollen. Neues Album heißt ja auch immer neue Homepage. Dabei sind wir auf einige Probleme gestoßen. Zum Beispiel waren in der SQL-Datenbank zu wenig Felder. Die habe ich nun eingefügt und die entsprechende PHP-Query dazu geschrieben. Ein anderes Problem war, dass bei den Videos einige nicht geladen werden konnten. Das habe ich nun so gelöst, dass ich aus der URL die ID parse
und mittels jQuery Function das Ganze in ein iFrame lade. Das Problem ist leider nur, dass wir durch den Proberaumumbau unseren Server leider nicht mehr bezahlen können. Nee, das kann doch so überhaupt nicht funktionieren, ganz ehrlich mal. Also da weiß ich nicht auch. Nö. Ja, Probleme gab es wirklich bei den Schlagzeugaufnahmen. Unser Drummer, ja, der ist so eine kleine Diva, muss man sagen. Also wir haben halt irgendwie versucht, ihn zu überreden, dass er das mit einer Bassdrum macht, aber er sagt unbedingt, er braucht seine 7. Also ich persönlich weiß nicht, wofür man so viele Bassdrums braucht bei so einer Musik. Eine Doppelfußpedal ran und fertig, aber ja, unser Drummer ist ja so ein Aktiver. Naja, wir haben es hinterher gelöst, indem wir mehrere Kassettenrekorder gekauft haben. Ich glaube, ich baue ein Haus. Ja, Motion Roll ist natürlich die treibende Kraft hinter dem Wunder, was jetzt einige als Serpentic kennen. Wir sind natürlich auch immer wieder unglaublich dankbar, dass wir ständig Unterstützung erhalten. Natürlich während der Konzerte, vor den Konzerten, nach den Konzerten eben das Übliche mit Verpflegung. Unser Tourbus, irgendjemand muss ja die Scheiße wegmachen und wir sind einfach unglaublich dankbar dafür. Da gibt es natürlich noch eine ziemlich lange Liste an Menschen und Organisationen, denen unser aller Dank gebührt. Ich kann sie nicht alle aufzählen, ich würde einfach mal die wichtigsten hier nennen wollen. Angefangen mit meiner Mama. Mama, danke. Dann hätten wir da noch Greenpeace, Logitech, Ariel der Meerjungfrau, Steven Spielberg, nicht zu vergessen Chuck Norris, Albert Einstein, Dolph Lundgren, Vattenfall, Konen, der Tschechischen Republik, Tadschikistan, Tanzapfel.